ist nicht mal ein beschissenes frei, in dem man sich reinquetschen muss. Es ist alles zu. Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Alltag geblubbert. What? Was ist da los? Es ist Freitag, ihr Lieben. Ja, es ist immer noch Freitag. Ihr habt vielleicht die letzte Folge von Aus dem Alltag geblubbert gesehen. Wenn nicht, klickt mal hier oben in die Ecke. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen in die letzte Folge. Die werde ich euch verlinken. Ebenfalls in der Infobox, wenn ihr mobil unterwegs seid und da nicht klicken könnt. Worauf wollte ich hinaus? Warum ich so, ne? Genau. Es ist Freitag, es ist Wochenende und die Woche war doch so ein kleines bisschen anstrengend. Deswegen bin ich gerade so mega erleichtert und mega glücklich und freue mich auf die kommenden Tage und freue mich natürlich auch darauf, dass ihr mit dabei seid. So. Ja, seht ihr das da hinten? Da zoomen wir mal lieber nicht so dicht dran. Da muss ich jetzt noch so ein bisschen aufräumen und mache mir dazu aber natürlich ein bisschen schwungvolle Musik an. Auf dem Handy ist noch nicht so viel drauf. Ich bin auch nicht so der Handy-Musikhörer. Ich habe da immer so mein iPod und so. Oldschool unterwegs. Aber so ein bisschen was habe ich drauf und genau das, was ich jetzt hören möchte. Kommt nichts. Oh, wir sind ja hier auf YouTube, ne? Bei Snapchat wäre das jetzt was anderes. Da könnt ihr euch das Lied vorspielen. Aber wenn ihr wissen möchtet, was es für ein Lied ist, dann schaut mal in die Infobox. Ich werde es euch da verlinken. Und ja, jetzt helft mir doch mal hier so ein bisschen beim Aufräumen. Aufgeräumt, jetzt wird gechillt. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass die neue Folge von Soko Leipzig online ist. Ich freue mich so auf diese Folge. Es ist nämlich diesmal eine Doppelfolge. Teil 1 ging letzte Woche online und Teil 2 heute. Und da Teil 1 letzte Woche sehr kribbelig spannend geendet hat, ist... muss ich jetzt natürlich wissen, wie es weitergeht. Ihr dürft an dieser Stelle aber nicht leer ausgehen. Für euch habe ich noch einen kleinen Nachtrag zum letzten Video, denn da hatte ich ja angekündigt, dass ich 2 Pakete erhalten habe, habe aber nur eines ausgepackt. Zumindest habt ihr nur das eine gesehen. Gerade eben habe ich nämlich das Video geschnitten, das ihr jetzt hier zuletzt bei mir auf dem Kanal gesehen habt. Und musste das einfach ein bisschen kürzen, weil es sonst viel zu lang geworden wäre. Und deswegen gibt es das zweite Paket jetzt für euch zu sehen, jedoch im Schnelldurchlauf. Es ist ein Paket, das ich via Let's Swap bekommen habe. Von unserer Swap-Gruppe habe ich euch ja schon so einige Male erzählt. Ich werde sie euch aber gerne nochmal in der Infobox verlinken. Das war jetzt ein Swap, den ich von Daniela aus Hamburg bekommen habe. Daniela, ich glaube, du guckst meine Videos nicht, aber solltest du dieses Video sehen, dann winke ich dir mal nach Hamburg und sag vielen Dank für das tolle Paket. In diesem Paket befindet sich oder sollte sich eigentlich ein Buch befinden. Ihr könnt schon raushören, dass es nicht bei einem Buch geblieben ist. Und eine Beilage im Wert von 5 Euro. Was ich jetzt genau erhalten habe, das könnt ihr euch jetzt im Schnelldurchlauf anschauen. Ich gucke jetzt Soko und melde mich morgen wieder bei euch. Wissen Sie, wie viel Ärger eine Frau machen kann, die wütend ist? Thank you.
Guten Morgen, ihr Lieben. Am Samstag, wie ihr unschwer erkennen könnt, sitze ich schon im Auto und bin auf dem Weg zum Friseur. Ich freue mich schon brutal. Endlich wieder so ein bisschen neue Farbe, ein bisschen auffrischen, wieder einen schönen Schnitt rein. Und dann können Buchmesse und Theateraufführungen definitiv kommen. Ich bin ja echt gespannt, wie sich der Ton hier bei dieser Aufnahme verhält. Denn ja, das Motorengeräusch ist halt doch ziemlich laut. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören. Sonst muss ich noch ein bisschen lauter schreien. ja, wie dem auch sei, ich mache mich jetzt weiter auf dem Weg in die Stadt und wir sehen uns dann später wieder. Vielleicht schon mit neuer Frisur. Ich habe jetzt genau 58.000 Kilometer. Ey Leute, ich habe gerade so eine Krawatte. Denn ich eier hier jetzt bestimmt schon eine Viertelstunde durchs Parkhaus und finde keinen Parkplatz. Es ist nicht mal ein beschissenes frei, in dem man sich reinquetschen muss. Es ist alles zu. Wieso hat mich... Da ist einer frei. Ja, aber da komme ich nicht rein. Das ist doch echt zum Kotzen. Das ist so zum Kotzen. Wisst ihr, da fährt man extra früher los und denkt, man hat noch Zeit, ein bisschen zu bummeln. Und dann fährt man 3 Stunden lang durchs Scheiß. Super, jetzt muss ich mir noch irgendwo so einen Pieper suchen, dass ich das ganze Gefluche hier wegpiepen kann. Ja. Und denkt man immer, hier ist ein Parkplatz, und dann ist das ein reservierter Parkplatz. Und freut sich schon. Ich glaube, ich finde halt keinen mehr. Da sind jetzt gerade welche Nordläufer. Da läuft jetzt auch einer hin. Es werden jetzt 2 Parkplätze frei. Was machst du jetzt? Alles klar. Ups. So, jetzt lass mich hier schon eine Runde fahren. Und dann werden, glaube ich, sogar gute Parkplätze frei. Schnell, schnell, schnell. So. Der fährt vorbei, sehr brav. Ich weiß, dass hier was frei wird. Also wenn das mal nicht geil eingepackt ist, dann weiß ich auch nicht. Ich habe einen Parkplatz. So. Und jetzt schnell raus hier. So, ihr Lieben. Ich sitze wieder im Auto. Muss jetzt hier irgendwie aus dem Parkhaus rausfinden. Die Lage hier hat sich nicht wirklich verbessert. Es ist immer noch knackevoll. Und man kann beobachten, wie sich die Autofahrer hier in die engsten Lücken reinquetschen. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder raus darf und nach Hause fahre. Seht ihr schon die Veränderung? Ich zeige euch meine neuen Haare gleich nochmal, wenn ich zu Hause bin. Da springt gerade ein Kind rum. Sophie, aufpassen bitte. So. Und hier geht's jetzt wieder raus. Zurück und ihr könnt sehen, ihr könnt vielleicht erkennen, ich hoffe es zumindest, die Haare sind dunkler geworden und ich glaube, so dunkel, wie ich sie jetzt gerade habe, hatte ich sie noch nie. Ja, ich bin zufrieden. Momentan sitzen sie noch nicht so, wie ich sie immer gerne trage. Ich stelle sie mir
Ja, am Wochenende, ihr wisst es ja, ganz gerne mal noch so ein bisschen auf, dass es so ein bisschen fetziger noch aussieht. Das werde ich nachher machen. Aber jetzt gibt es erstmal eine Suppe. Ihr habt gerade gesehen, was ich so Schönes eingekauft habe. Beim DM habe ich nämlich diese leckeren Daily Soups entdeckt. Und davon werde ich mir jetzt mal eine machen, so zum Mittagsschnack. Es ist jetzt auch schon kurz nach zwei. Und dann, ja, was passiert dann? Ihr seht es gleich. Ja, so viel passiert denn heute doch nicht mehr, denn ich habe vorhin den Vlog hier, den ihr gerade seht, geschnitten. Und ich würde sagen, diese ganze Parkhaus-Action hat doch so ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, sodass wir jetzt heute nur noch Zeit haben für einen Kommentar, aber es ist ja auch okay. Ich komme jetzt gerade von einem super schönen Abend zurück. Es ist jetzt ja, 11:01. Es ist schon fast Sonntag und dieser Abend war einfach perfekt. Ich war bei meinem Lieblingsmenschen. Wir haben die allerbeste vegetarische Lasagne der Welt gekocht. Ich habe echt schon lange nicht mehr sowas Leckeres, Selbstgekochtes gegessen. Und der Abend war einfach perfekt. Tolle Gespräche. Und ja, in solchen Momenten geht es mir dann immer so, dass ich ruhig werde. Und mir einfach in diesem Moment so bewusst werde, wie wertvoll der Moment ist und wie glücklich ich in diesem Moment bin und wie dankbar ich dafür bin, dass ich nicht nur diesen Moment erleben darf, sondern einfach, dass ich auch so einen tollen Menschen bei mir wissen darf. Und ja, das ist einfach, es ist einfach schön und ich bin dankbar für jede Minute, jede Sekunde, die ich heute Abend so glücklich war. Und das Essen war echt geil, Es war ein wunderschöner Abend. Und solche, es war ein Lieblingsmoment. Ja, da greife ich gerne auf das Wort von Adriana Popescu zurück. Lieblingsmoment. Es war ein absoluter Lieblingsmoment, aus dem ich so viel schöpfen kann irgendwie. Die Woche war so stressig und dieser Moment hat mich ein Stück weit runtergebracht, aber auch ja, meine Akkus aufladen lassen und ich habe viel gelacht, wir haben viel gelacht, das war einfach, das war toll. So, und mit diesem guten Gefühl schauen wir jetzt noch in die Kommentare, denn natürlich gibt es auch heute den Kommentar der heutigen Folge voll aus dem Alltag geblubbert. So, jetzt hier den PIN richtig eingeben. Ah, es hat geklappt. Ich habe gerade schon mal geschaut und habe mich für den Kommentar von Nicole entschieden, die das vorletzte Video jetzt von euch gesehen kommentiert hat. Sie schreibt: Hallo Anka, schönes Video. Ich mag deine Vlogs sehr. Was ich mir gelegentlich auch mal ganz gerne anschaue, sind die Vlogs von Jessie Online, ihres Zeichens Weltenbummlerin, Allround-Talent und leidenschaftliche Mama. Vielen, vielen Dank für den Tipp, Nicole. Ich werde mir die Jessie Online heute jetzt nicht mehr, aber bestimmt morgen mal in Ruhe anschauen. Vielleicht ist sie auch was für mich. PS, was sind Swaps? Liebe Grüße, Nicole. Dann werde ich dich mal schnell aufklären, liebe Nicole, beziehungsweise für dich einmal einen Link in die Infobox posten. Da findest du unsere Facebook Let's Swap Gruppe. Swaps sind, Swap heißt ja tauschen, ne? So locker übersetzt, würde ich mal sagen. Es sind Tauschpakete, die wir uns zuschicken zu verschiedenen Themen. Es muss auch nicht immer ein Tauschpaket sein. Es kann zum Beispiel auch eine Postkarte sein. Es ist, ich bin immer noch ganz wütend von diesem schönen Abend. Es ist eine schöne Möglichkeit, Dinge auszutauschen. Wir tauschen teilweise Bücher, wir tauschen Themen-Swaps, gerade jetzt zu Halloween zum Beispiel, gibt es ein schönes Halloween-Überraschungspaket oder zum Beispiel auch Plan With Me, Bullet Journal, Philofax Swaps, schon wieder dieses Wort, Swaps, zum Thema Herbst, finde ich auch nicht schlecht. Also wir haben viele schöne Sachen, die wir so monatlich untereinander austauschen. Wir sind eine große Community mittlerweile, ich glaube über 60, 70 Leutchen. Es nehmen nicht immer alle teil am Swap, aber es sind immer genug Leute da, dass ausreichend Swaps zustande kommen. Ja, das vielleicht mal so zur groben Erklärung. Alles Weitere findest du dann sicherlich auf Facebook oder wir schreiben einfach mal per PN, dann kann ich da gerne auch ein bisschen mehr zu erklären. Ja, in diesem Sinne werde ich jetzt, ich sag zu oft in diesem Sinne, passt eigentlich gar nicht. Denn in diesem Sinne ist es eigentlich gar nicht. Blöde Überleitung.
Also, in einem früheren Video würde ich jetzt schneiden und das Ganze nochmal wiederholen, aber wir bleiben jetzt einfach mal am Ball, egal. Es ist einfach so, dass man manchmal recht viel Schrott daher blubbert. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr dieses Video gucken solltet. Macht's gut, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und vielleicht habt ihr auch Lust, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Ciao!